Hallo, meine Lieben, oder auch Konnichiwa. Oh Gott. Ja, ich habe bei Kawaii Shop Japan bestellt und es ist endlich angekommen. Ich dachte wirklich, ich raste aus, als ich das gesehen habe. Einige von euch haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen oder haben gehört in meinen Videos, dass ich total auf diesen, ja, ich nenne ihn immer Koguma-chan stehe. Anscheinend heißt er doch irgendwie anders. Also dieser kleine neue braune Bär von Rilakkuma. Ja, ich so am Stöbern. Ich wusste, dass es ein Update gibt. Ich dachte mir so, ja, ist eh wieder nichts für mich dabei. So. Und auf einmal, ja, da ging mein Mund einfach nur auf. Blieb da noch erstmal offen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, Koguma-chan. Ich muss ihn haben. Ja, Leute, oh. Das können jetzt vielleicht viele nicht nachvollziehen, aber es ist ja auch egal. Ist er nicht zuckersüß? Was steht da? Oh Gott. Cher. Cherui Kuguma? Ach du Scheiße, ich weiß es nicht. Ah, ich dachte mal, der heißt Kuguma-chan einfach nur. Ich nenne ihn einfach weiter so. Ich hoffe, das ist okay. Guck mal, die kleine Zunge. Ja, der Memo-Block musste natürlich mit. Kein Füßchen, wie er guckt. Oh, ich drehe wieder voll am Rad hier. Ich weiß auch nicht, warum ich den so gerne mag. Ich mag ihn halt einfach. Der ist auch süß, aber ihn finde ich irgendwie am besten. Ja. Dann so mit dem Eisthema, das finde ich eh sehr schön. Das schmeckt ihm. Das schmeckt lecker, nicht wahr? Da, wie er sich freut hier. So kawaii. Da hat er schon abgebissen. Oh. Oh Leute, es tut mir leid. Ich kann nicht anders. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Da. Oh, das kann ich mir sogar so ausschneiden und mir irgendwo draufkleben. Das ist so nicht da, wie er das Eis hält. Eigentlich könnte er es gar nicht halten, weil er. Ne? Das geht ja gar nicht. Aber er hält es trotzdem. Ja. 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 Vier verschiedene Motive haben wir und das finde ich gut, weil dann hat man nämlich von jedem Motiv dann ganz viele. Als wenn man da jetzt irgendwie acht verschiedene Motive hätte, dann hat man von jedem nicht so viel. Als ich das gesehen habe, ich dachte, ich träume das gerade. Da musste aber auch natürlich hier diese Variante noch mit. Ne, ganz klar. Auch vier verschiedene Motive. Ja, voll cool. Sieht so schön aus. So. Was hatten wir gerade? Ach, das, okay. Ich bin schon ganz durcheinander. Es ist so niedlich. Ah, das kann man dann auch wieder so schön verbasteln. Den musste ich unbedingt, unbedingt kaufen. Oh, und ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, dass der Bogen jetzt ausverkauft ist. Oh, nein. Und ich habe damals überlegt, ob ich nicht direkt zwei davon bestellen soll. Und jetzt ist der weg. Oh, das heißt, ihr wisst, was das bedeutet.
Ich werde ihn niemals benutzen können. Wenn ich den jetzt zweimal gehabt hätte, hätte ich gedacht, gut, ne? Den einen behalte ich in meiner Sammlung, den anderen, der andere wird verbastelt. Mist. Och, Mano. Der ist wohl anscheinend sehr beliebt. Wenn der Stickerbogen jetzt ausverkauft ist. Der ist aber auch schön. Ja, das bereue ich jetzt natürlich, ne? Tja. Dann habe ich noch den hier gekauft. Und da sind auch ganz viele von da. Vielleicht bekommt Mikia die nochmal rein. Das wäre schön. Da würde ich mir nämlich davon dann noch einen bestellen. Die beiden Bärchen sind aber auch süß hier. Diese, ja, ich denke mal, das sind Stofftiere, die die da haben. Ja. Und zu guter Letzt Cinnamon Roll, Sticker Flakes. Da habe ich auch bald die Krise gekriegt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen spät dran bei dem Update. Ich hatte irgendwie erst am Abend, glaube ich, erst geguckt. Und da habe ich dann die gesehen. Zuerst dachte ich, das ist die, ich sag mal, ältere. Wie sagt man? Die ältere Version, genau. Und da habe ich nochmal genauer hingeschaut und dachte mir so, hä, hast du die jetzt oder nicht? Ich dann nachgeschaut, dachte mir so, oh nein, die habe ich noch nicht. Also ich habe andere davon, auch in dieser Verpackung, aber halt andere Motive. Und ich habe gesehen, nur noch eins von da. Ich dachte mir, scheiße, jetzt musst du dich beeilen. Ne, ich als riesiger Cinnamon-Roll-Fan, ich musste das einfach haben. Ja, habe ich dann Glück gehabt, noch das letzte ergattern können. Da sind auch mittlerweile wieder welche drin, ich weiß es nicht. Ja, das riecht irgendwie. Hä? Ich dachte gerade kurz, das riecht nach Maggi. Ja, so ein schönes Täschchen. Oh, Mann. Ich scharmelze dahin. Ich wollte mir nochmal die hier kurz angucken, ob das. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob das diese komischen Epoxy-Sticker sind. Nee, es sind diese durchsichtigen. Weil diese Epoxy-Sticker, die sind echt blöd, weil die sich halt wölben. Ich hoffe, dass die sich hier nicht wölben. Ich denke ja mal nicht. Ach Gott, sind die schön. Ganz viele verschiedene. Hier waren doch nur. Sieben. Sieben verschiedene sind jetzt hier drauf zu sehen, aber wir haben ja hier noch das. Den hier. Der ist ja darauf nicht zu sehen. Oh Gott. Gehört der hin? Ist auch nochmal eine andere Variante. Oh Mann. Tier mit Bonbons. Oh Gott. Nochmal hier ein anderer Sticker. Ist ja der Wahnsinn. Hier auch. Oh, guck ja, es sind anscheinend doch mehrere verschiedene. Voll cool. Hier nochmal ein so ein großer. Ach Mann, ich liebe dieses Ding. Ich weiß, es soll ein Hund sein. Ich dachte immer früher, das ist ein Hase. Ja, bin ich froh, dass ich die noch ergattern konnte. Das Täschchen ist übrigens auch sehr niedlich. Wenn das dann, naja, eh irgendwie nur irgendwo herumliegt. Ja, das ist meine Kawaii Shop Japan Bestellung. Ich freue mich sehr darüber. Ich liebe diesen
Popcornbären. Die beiden hier, die sind. Ah, ich liebe die. Popcornbär mag ich auch sehr, sehr gern, aber davon gibt es leider nicht so viel. Und was mag ich noch? Ja, Sentimental Circus natürlich, ne Chapeau. Und hier die Kannibalen-Pandas. Ja, ich mag schon so ein paar Sachen auf jeden Fall. Aber das sind so meine beiden Favoriten. Und dann überlege ich jetzt gerade, ich könnte euch noch was zeigen, was ich bei eBay gekauft habe, weil ich nicht weiß, wo ich das, in welchem Video ich das jetzt zeigen könnte. Ja, ich habe mir hier so eine Brosche gekauft. Das war von so einem Privatverkäufer bei eBay. Das ist aus dem Anime oder auch aus dem Spiel Amnesia. Und ja, habe ich zufälligerweise gefunden. Und dachte mir so, boah, cool. Weil an sowas kommt man so schwer ran, ne? Ich mochte den Anime ganz gerne. Das Spiel habe ich nicht gespielt. Ja, es sind halt diese, ich sag mal, Dating-Spiele, wo man da mit jedem Charakter irgendwie so eine Route spielt und ja. Also es ist jetzt nicht so meins. Du hast dann immer nur Text und die Charaktere, die stehen dann halt da, bewegen dann halt ihren Mund. Und ja, also ich mag das lieber so richtig animiert, ne, wenn die sich bewegen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir diese Brosche hier gegönnt. Die werde ich mir dann mal an eine Tasche dran machen. Ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter. Ich hätte eigentlich lieber den hier gehabt. Der hier ist so ein bisschen. Naja. Ich will nicht spoilern, falls sich das irgendjemand mal angucken möchte. Wenn ihr es seht, dann wisst ihr, warum ich ihn doch nicht so gerne mag. Aber gut. Ich mag halt den Stil sehr gerne von diesen Viechern, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Von den Figuren. Hat so ein bisschen, ne, sowas Visual Key-mäßiges. Ja, das habe ich mir dann auch noch gegönnt. Ja, so, das war es jetzt dann auch. Ja, wie ich das sehe. Ich schmelze dahin. Ja, ihr Lieben, das war jetzt ja ein kleiner Haul, aber ein feiner, ne? Sehr süße Sachen wieder. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.